Spiel. Kann ich eigentlich auch ertrinken? Das war jetzt eine rhetorische Frage und ich werde das nicht ausprobieren. Ich kenne die Antwort jetzt schon, ja. Stirbt! Wer will Seelen vernichten, ihr seelenlosen Wesen? Wenn immer dafür verantwortlich ist, dass diese Ruckler entstehen, würde ich auch vernichten. Ich habe den Schlüssel gefunden! Jetzt muss ich nur noch ein Schloss finden. Ey Süße, willst du, dass ich meinen Schlüssel stecke in dein Schloss? Oh Gott. Ich bin mit den Gedanken irgendwie abwesend. Wieso? Ergibt doch alles Sinn, was du sagst. Es geht darum, dass ein Mann einen Schlüssel hat und er. Ja. Das dürfen euch eure Eltern erklären. Mama, Mama, der Mann hat so komische Sachen im Video gesagt. Erklär mir das mal. B. Y. Dreimal das G. Den Rauchzeichen hätte ich gern auch noch. Nitro. Harte Geburt. Könnt ihr euch nicht gegenseitig töten oder so? Geht das? Also. Ja, yeah, ich habe nochmal Fett Shield abgeräumt. Aber der Munition fliege ich mal lieber vorbei. Die ist gefährlich. Die tut weh. Außerdem liegt da auch noch Ammo rum. Ah, ihr seid zu billig. Ist nur eine Frage Zeit, bis sie kommen, wenn ich hier nur lang genug warte. 2 Monate später. Ich muss nur warten. Warten, 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 warten. Haha, er ignoriert mich. Er ist dumm. Oh, er hat mich gesehen. Er ist nur halb so dumm wie ich. Ich habe total doll viel Schild und so, ne? Hardcore. Yeah. Warum kann ich das Ding nicht permanent haben? Mit Zielsuchenden-Raketen ausgerüstet. Na komm, explodier. Yeah, stirb! Was? Ich? Habe ich es noch erwischt? Ich glaube schon. Shahil. Turm. Turm, 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 Turm. Panzer 1. Turm, 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 Turm. Steh, 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 steh. Ich habe keine Munition mehr. Nimm Munition auf. Danke. Und Panzer, 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 Panzer. Wer ist denn da? So, wir merken uns, dürfen nicht alle Fässer zerstören. Weil ich tue mir das jetzt nicht nochmal an. Aber es ist auch nicht in allen Fässern was drin. Kommt da nicht? Nein. Gut. Ich weiß nicht mal, was mir die Kristalle bringen. Was ist denn das? Och nö! Tut das denn jetzt wirklich Not? Was ist das denn für ein dinges Ding? Ich will es haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es haben. Ich hau lieber ab. Und tschüss! Ich geb Nitro, das ich nicht hab. Ja, yeah, guck mal, wie das Nitro, das ich nicht hab, zündet. Geht voll ab hier. 1990, da war ich ein Jahr alt.
Eine wichtige Information, die unbedingt erzählt werden muss. Über das Spiel kann man nicht viel erzählen. Doch, du kannst was über ganz viel erzählen. Du bist der Dumm zum Spawnen. Ich dachte dich aus. Deine Mutter stinkt. Ja, die sind auch auf der anderen Seite. Ich hätte es wissen müssen. Ja. Das Schild ist schon mal weg. Aber Hauptsache, ich habe die Goldbahn, ne? Und diese Titan. Oh, ich komme nur nicht mehr raus. Gibt es da nicht irgendwo einen näheren Spawnpoint? Ich meine natürlich einen Restart Activated Point. Point Active. Ach, leck mich. Egal, Karl. Abwärts, abwärts, tiefer. Wir müssen tief rein. Kommen da unendlich viele? Nö, 30.000 ungefähr. Plus 2. Aufwärts. Das ist dann aus. Ganz schnell. Und jetzt müssen wir rein. Hey, ihr könnt euch da drin alleine schießen, wisst ihr das? Ich habe jetzt nämlich eine. Upsala. Eine, ich schlag gegen mein Mikrofon. Da gegen den Popschutz. Gegen das Kondom. Ich habe jetzt nämlich eine Titan. Keine Ahnung, was mir die bringt, deswegen teste ich sie da jetzt gleich mal. Und schieße erstmal völlig vorbei. Und sterb dann. Wie ein echter Profi. Ich habe da eben was gehört, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht behindern. So wie meine ganzen Abonnenten. Deswegen haben sie mich hier auch abonniert. Oh, du bist nur ein Geschütz. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Großes aus der Wand. Eine Waffen. Raumschlachtschiff. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich tue es nämlich nicht. Ich will da nicht runter, glaube ich. Ich muss. Jetzt noch? Weg vor mir spawnen, das ist echt, Alter. Alter, ey, du bist voll nett, ey, ne, Alter, ey. Och, nö. Ach, das ist so einer. Ah, und noch so einer. Die schießen doch von unten auf mich rauf. Noch zwei Schalter. Aha, das ist doch. Tür ist immer verschlossen. Sie müssen außen herum. Ich mag verschlossene Türen. Fast so sehr wie offene Türen. Ich schieße einfach Raketen runter und weiche den Schüssen aus. Das hat gut funktioniert. Aber gut, dass ich niemand meine Taktik verraten habe. Deswegen kann ich sagen, das war so beabsichtigt. Was war das? Das Große. Sichtungsraum, für die kommt nicht in den Reaktor. Ich will da durch in den Reaktor, glaube ich. Hier geht's auch nicht weiter. Toll, Wurst. Wo muss ich nur lang? Da, wo Gegner sind. Na, na, Kleiner. Hinten sind auch welche, hinten sind auch welche! Hahaha, ich wurde gedacht, du könntest nicht stoppen, aber ich bin unbesiegbar. Aber nett, dass du es mal versucht hast. Bist du unten nochmal irgendwo weiter? Ach, nein, natürlich nicht. Warum fliege ich da jetzt nochmal runter? Weil ich bescheuert bin. Ach ja, natürlich. Und meine ganzen Power-Ups sind weg. Was sollen der drei. Ach, das sind wir. Hätte ich nämlich schon gerne, wenn ich gegen die kämpfen soll. Ja, nein, nicht das Fass, nicht das Fass! Ich muss da von dem Fass weg!
Ach, ich fliege einfach weiter. Wenn immer wieder Gegner da sind, das ist doch nervt, Töten hoch 10. Verfolgen mich ja! Das ist ja nicht lustig. Sterbt ihr heute nochmal? Du bitte auch noch. Hinterlass mich Schildenergie kommen. Nein, Schild ist offline. Das ist keine Schildenergie. Nicht so. Ich will nichts zum Trinken, ich will was zum Schilden. Was ist denn das? Dies wurde aber vorhin noch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Es sah ziemlich homosexuell aus. Es ist ein schwuler Roboter. Es ist Schildenergie. Bleiben Sie auf dem Teilstrom. Die Sicherheitstür öffnet sich. Ich schieße gerade voll daneben. Ich schieße das Ding erstmal ab. Ah, die Fresse. Das Ding töten. Stirb! Kann das überhaupt töten? Ich hoffe doch, ne, ich muss es ja töten, oder? Sonst kann ich ja nicht an diesen, Teilchenstrom. Genau. Ich habe übrigens nur noch 4 Minuten. Also nochmal zurück. Ja. Ah, okay. Ich fliege einfach ganz vorsichtig an diesem Teilchenstrom entlang. Ganz vorsichtig und immer schön draufbleiben und nicht runtergehen und dann öffnet sie sich vielleicht. Möglicherweise. Ah. Ist ja wunderbar. Ich habe Raketen. Unsichtbare Raketen. Geil. Die nehme ich lieber mal mit ins Schild. Schild. Ich habe ihn noch getötet, glaube ich. Oh, da war ein Restart Point. Und mein Last Life ist da. Was? Wo kam die Rakete her? Da war keine Rakete, hat sich alles eingebunden. Incoming Missile. Ach, die sind beide tot. Anfänger, Dumme. Noch ein Schalter. Da komme ich nicht rein. Ich weiß auch, wo der ist, aber ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme. Und für 10.000 Schildenergie wäre ich jetzt sehr dankbar. Mal kurz mein Hand abwischen, die sind voll schwitzig. Und ich habe nur noch 2,5 Minuten, um da hinzukommen und herauszufinden, wie der aufgeht. Gute Sache. Vielleicht geht er jetzt auf. Vielleicht. Weil ich natürlich unterwegs sterben werde, das ist klar, ne? Ach nee, Moment. Ich habe hier alles schon gesäubert. Ist ja eine herrliche Sache. Also der Teleporter hier leuchtet mir auch nicht so ganz ein. Naja. Egal, Karl. Ich habe noch Munition, jawohl. Und noch 0 Lives und noch 64 Hull. Sollte doch raus. Sollst du bitte mal explodieren oder so? Oder sterben? Oder kapitulieren? Och, stirb doch einfach. Hey, jetzt habe ich was Besseres. Vielleicht. Voll weggemäht, Anfänger. Ich weiß immer nicht, wie ich da durchkommen soll.
Treffe ich den überhaupt? Ja. Der wäre tot, aber wie komme ich da durch? Weil ich konnte ja offensichtlich nicht da durchfliegen. Kann ich nicht. Ist hier eine Karte? Nö. Ich sehe keinen Weg, wie ich hier reinkommen soll. Hilfe. Ich nichts verstehen. Ich nichts verstehen, die Spiele. Kann die höchstens vielleicht, wenn ich das hier, nein, kann ich das kaputt schieben? Eher nicht so, ne? Das hier? Ah, okay. Jetzt hab ich es kapiert, wie es geht. Ich bin voll intelligent, voll schlau, Alter. Gut, jetzt wo ich weiß, wie es geht, wird's ja ganz einfach. Na, hallo. Ach so, okay. Jetzt. Aber jetzt. Vielleicht jetzt gleich, ne? Also gleich. 2 Stunden später. Gleich. Komm, stirb schon. Yeah, komm, friss das. Oh. Ihr habt so keine Chance. Und ich bin auch schon fast tot. Ich nehme natürlich jetzt mal jeden Schaden mit, den ich kriegen kann. So wie das sein muss. Jetzt heißt es wieder 3 Stunden warten, bis der Gegner sich mal erbarmt zu spawnen und die Tür aufmacht damit. Ach komm schon. Ach ja, richtig, ich habe ja die Streuungskanone. Da muss ich ein bisschen näher ran. Was heißt der? Geh uff. Du bist mich nicht zu, du Scheiß-Dor. Ja, richtig, da war ja noch so ein Panzer drin. Oh, den kann man ignorieren. Das kleine Ding macht eh nichts. Ich hab doch. Ach komm, der war doch tot. Nee, sagt immer was anderes. Den block ich dann gleich mal. Willkommen in Super Mario Land. Dein Willkommensgeschenk ist ein Block. Ja, stirb! Einer, zwei. Ich hab die Ammo schon. Drei! Eieiei. Eieiei. Ich kann die Ammo nicht mitnehmen. Die aussieht wie ein Sandglas. Sandglas. Doch, nee, Sanduhrenglas. So wird ein Schuh drauf. So wird eine Uhr drauf. So, ich sehe schon den ersten kommen und fordern. Ich soll doch auch bitte die ganzen Kristalle und so mit einsammeln. Aber der kann mich mal gepflegt am Arsch lecken. Das Ding kriegt mir immer noch hinterher. Ja, das ist ja schlimmer als jegliche Rakete in diesem. Und die waren schon scheiße. Yeah, kriegst mich eh nicht, kleine Maus. Die schießt jetzt nämlich voll den Kopf raus. Ja. Restart-Position aktiviert. Ja, winde dich in deiner Sackgasse. Kommst du nicht raus. Ich aber auch nicht, wie es aussieht. Haha, hast du gesehen? Kleinigkeit für mich. Das habe ich in die Luft gesprengt, oder? War das irgendwas anderes? Ne, erstmal habe ich das Ding in die Luft gesprengt. Jetzt steht's wieder. Jetzt öffnet sie das Ding, oder? Jetzt.
Jetzt habe ich alles in die Luft. Was passiert da genau? Das wüsste ich gern mal. Ich glaube Minen oder Gegner. Oder beides. Das muss alles meine Power-Ups unten liegen, sonst würde ich die voll platt machen. Voll wegbashen, ey. Mein Schild ist übrigens verreckt. Und ich auch. Ich folge meinem tapferen Schild. Ich lasse es nicht alleine im Jenseits. Ah, wie soll ich denn die ohne Power-Ups besiegen? Oh, wie soll ich denn die Power-Ups kommen? Das haben die Entwickler ja super ausgedacht. Die Raketen, die bringen ja gar nichts. Also die normalen jetzt. Ach, komm. Ich muss noch, was weiß ich, wie viele Milliarden Gegner töten. Ich bin schon wieder beim letzten Leben. Ja, ganz toll. Würdest du jetzt bitte mal sterben? Ihr seid ja einfach. Ihr seid dummerweise nicht die Einzigen. Ach ja, tschüss. Stirb doch. Da lebt noch einer. Ja, richtig. Stirb! Juhu. Ruckel die Ruck. Duck, duck. Man kriegt nicht mal was dafür. Ich hab noch 17 wohl. Kinderspiel, oder? Der war knapp. Yeah. Und tschüss. Tschüss. Das gewinne ich noch locker. Hinten brauche ich ja eh nicht viel Leben. Bin da hinten ja noch nie gestorben. Von daher habe ich Solaris? Ja, cool. Schön, dass ich Solaris habe. Das ist viel schöner, als keine Solaris zu haben. Ja, ich gehe voll ab. Das bringt mir überhaupt nichts. Das ist so gut wie tot bin. Ich bedenke, was da noch so an Gegnern kommt. Oh. Sieht dünn aus, dünn. Also jetzt nicht, was an Gegnern kommt, sondern meine Chancen.